gucken wir mal auf den großen übergeordneten Blick und da sehen wir hier, okay, nach dem Einbruch 2020 schwere Aufwärtsbewegung 2020 und 2021, ja, und das Jahr 2022 war jetzt hier nach unten, war eigentlich eine bessere Korrektur, mehr war das noch gar nicht, da ist nichts von wegen Crash, da ist nichts schockartig nach unten geflogen und vor allem auf dem Niveau, wo wir sind, ist es natürlich für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die wir haben, da wäre man, könnte man sich auch mehr vorstellen. 2023 wird das sicherlich interessant, was, wie es da weitergeht. Nun, was sagen denn die großen Bankhäuser, die großen Analysten? Interessanterweise sind die sich mal wieder relativ einig, wie das Jahr auslaufen wird. Die sagen sich, naja, ja, die Rezession wird kommen, wobei man spricht jetzt so von so einer Winterrezession, so ein bisschen Rezession, so ein kleines Rezessionchen, es könnte jetzt so an der Rezession kratzen. Manche sagen schon, es wird mehr, könnte mehr werden, vielleicht ein bisschen stärkere Rezession, aber die meisten sagen, naja, es wird so eine leichte Rezession sein, man spielt das ein bisschen schön. Und das wird so im ersten Halbjahr, wird man das noch spüren, da wird es Gewinnrevisionen der Unternehmen geben, entsprechend die Märkte unter Druck fürs erste Vierteljahr, Halbjahr. Aber dann ab Sommer wird die Notenbank eingestehen müssen, dass es so nicht weitergeht, dass sie mit den hohen Zinsen nicht vorankommt, dass sie die Wirtschaft zu sehr abwürgt und dann werden die Zinsen wieder senken. Und dann mindestens mal ab dem zweiten Halbjahr 2023 werden die Märkte wieder nach oben gehen und zwar deutlich. Und am Ende 2023 wird man deutlich über dem Jahresbeginn 2023 stehen, so die Annahmen, oder zumindest die Aussagen, die Annahmen sind, weiß man nicht, die Aussagen der großen Bankhäuser, naja, man muss dazu sagen, die müssen das natürlich auch immer ein bisschen positiv bis zum Jahresende hin, also Ausblick aufs kommende Jahr sehen. Sie kennen das von mir schon aus den vergangenen Jahren, wann immer mich einer fragt, Müller, wo steht der DAX am Jahresende? Sag ich, habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das Scheißding in einer Woche steht. Wo soll ich wissen, wo der in einem Jahr steht? Ja, das kannst du auch würfeln. Und tatsächlich, wenn man sich die Prognosen der Bankhäuser über die letzten 20 Jahre anschaut, was die am Jahresanfang gesagt haben, wo es denn wohl am Jahresende sein wird, das hat mit der Realität selten was zu tun gehabt. Oder anders ausgedrückt, manchmal hatten sie Glück, dass die Realität mit ihren Einschätzungen übereinstimmte. In der Regel war es aber was anderes. Man hätte es genauso gut würfeln können. Und das hatte auch tatsächlich ein Chefvolkswirt, einer der ganz großen deutschen Bankhäuser, mir im Gespräch mal gesagt hat, sagt er, naja, eigentlich haben wir uns schon überlegt, ob wir überhaupt noch Prognosen abgeben aufs Jahresende. Es ist völliger Blödsinn, kein Mensch weiß, wo das in dem Jahr steht. Aber wir machen es halt. Sag ich, warum macht er es denn? Naja, weil es alle machen, weil die Medien halt fragen. Und wenn wir als großes Bankhaus sagen, wir sagen dazu nichts, wir haben keine Ahnung, wie stehen wir dann da? Also müssen wir halt auch einen raushauen. Dann habe ich gesagt, naja, aber wäre es denn nicht sinnvoll, ihr sagt das dazu, dass man das nicht wissen kann, dass wir einfach mal, ja, wir machen eine Flasche Sekt raus, mal gucken, wer näher dran liegt, weil nichts anderes ist das ja, was wir hier machen, wenn wir so eine Prognose abgeben. Wäre das nicht sinnvoll, das dazu zu sagen, bevor Leute ihre Altersvorsorge drauf setzen, dass ihr mit eurer Einschätzung recht habt und der DAX am Jahresende da oder dort steht. Also kurzum, vergessen Sie es, diese Prognosen kann man schlichtweg lassen, deshalb lassen wir es hier auch, keine Ahnung, wo der DAX in einem Jahr steht. Klar ist, wir haben eine herausfordernde Situation, da kommt sicherlich mächtig neue Informationen, neue Einschätzungen auf uns zu. Nochmal, wie gesagt, der Haupttenor der Investoren derzeit ist schwieriges erstes Halbjahr, danach wird es toll oder wird es deutlich besser. Jetzt gibt es natürlich zwei, in der Regel ist es so, dass die Mehrheit der Einschätzungen falsch ist. Also wenn die falsch liegen, ist der Überraschungstrade erstens, es wird im ersten Halbjahr gar nicht so schlimm, sondern egal, es kommt vielleicht sogar eine Aufwärtsbewegung, mit der gar keiner rechnet, ne? Hat keiner auf dem Schirm, keiner würde damit rechnen, dass es jetzt am Jahresanfang nach oben geht. Oder andersrum, es wird im zweiten Halbjahr viel schlimmer und gar nicht so beruhigend und es kommt ganz anders und man sieht, um Gottes Willen, es geht ja doch viel tiefer runter. Meine Damen und Herren, wir wissen es nicht. Machen wir uns also nicht verrückt. Stellen wir uns auf das ein, was da kommen mag. So wie es kommt, nehmen wir es und passen uns darauf an. Wir werden darauf achten, was passieren wird. Wir werden die Meldungen beobachten, was ist wichtig für uns, was ist wichtig für die Märkte. Und dann werden wir entsprechend darauf reagieren. Aber wir machen uns auf jeden Fall mal überhaupt nicht verrückt, wo hier der Markt hingeht. So oder so werden wir mit umgehen müssen.